In der Ukraine wird oft das Thema in den öffentlichen Medien diskutiert, dass Putins unterschiedliche Gewohnheiten, Manieren, Gangarten und sogar Körpergrößen haben. Der britische Geheimdienst hat berichtet, dass Putin tot sein könnte und seine Doppelgänger in der Öffentlichkeit auftauchen. Die Meinung, dass der russische Präsident Klone einsetzt, um in der Öffentlichkeit aufzutreten, teilt auch der Leiter des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kirilo Budanov. Eine Analyse des Aussehens von Putins Doppelgängern sei eine direkte Bestätigung dafür. Jetzt behauptet auch der Militärchef des Geheimdienstes der Ukraine, Wladimir Putin benutze mindestens 3 Doppelgänger, die sich einer Schönheitsoperation unterzogen haben. Er spekuliert, dass sie benutzt werden, um Putins Kontrollverlust im Kreml zu vertuschen. Der Chef des Militärgeheimdienstes sagte, dass die ukrainische Regierung so perplex sei über Russlands katastrophale Invasionsstrategie, dass sie sich frage, ob Putin immer noch die wichtigsten Entscheidungen treffe und überhaupt noch am Leben sei. Er sagt, egal wie schlimm Putin in der Vergangenheit war, war er doch kein Idiot, argumentiert aber weiter, dass Russlands Krieg keiner Logik folgt. Die gesundheitlichen Probleme des russischen Präsidenten sind oder waren nicht unbemerkt geblieben. Die Ärzte schrieben ihm ein neurologisches Problem und sogar Krebs zu. Regelmäßige Berichte über Putins Gesundheitszustand werden auch vom amerikanischen Geheimdienst erstellt. Putin könnte an Bauchspeicheldrüsen und Schilddrüsenkrebs leiden, wenn man alle Annahmen über Putins Zustand zusammennimmt. Der außergewöhnliche Vorschlag, inmitten wiederholter Gerüchte über Putins Gesundheit, kam in einem exklusiven Interview mit dem Mann, der in Russland als Staatsfeind Nummer 1 gilt. Budanov sagte, sie hätten in der Vergangenheit Putins Doppelgänger entdeckt, die ihn bei besonderen Anlässen vertreten hätten, aber das sei jetzt übliche Praxis. Wir wissen genau von 3 Putin-ähnlichen Personen, die immer wieder auftauchen, doch wie viele es in Wirklichkeit gibt, kann man nicht genau sagen. Sie hatten alle eine plastische Operation, um wie Putin auszusehen. Das Einzige, was sie verrät, ist ihre Größe, ihre Gestik, Körpersprache und auch das Ohr. Hier auf dem Bild sieht man, dass Putins Ohren verschieden sind, obwohl es bei jedem Menschen wie ein Fingerabdruck ist. Das Ohrbild eines jeden Menschen ist einzigartig und wiederholt sich nicht. Ob Putin verschwunden ist durch Krankheit oder nach einem Machtkampf, lässt sich nicht genau sagen. Psychologen sagen, dass Doppelgänger sehr schwer zu finden sind. Das liegt daran, dass niemand die Existenz von Doppelgängern erraten sollte. So erklärte Valentin Kim, Psychologe und Experte für nonverbale Kommunikation, gegenüber der Zeitschrift NV, dass eine Person, deren Funktion darin besteht, Putin einmal im Jahr oder in manchen Situationen einmal im Monat zu vertreten, verstehen sollte, dass sie entbehrlich sind. Putin-Double könnte anstelle des echten Präsidenten der Russischen Föderation beseitigt werden, damit Putin am Leben bleibt oder sich einfach nicht aufregt. In dieser Hinsicht wird sich der konditionierte Putin bewusst sein, dass jeder seiner öffentlichen Auftritte sein letzter sein könnte, was sich sicherlich in seinem Auftreten widerspiegeln wird. Die Anwesenheit eines Doppelgängers stellt auch eine Bedrohung für Putin selbst dar. Irgendwann könnte es für die Leute in seinem Umfeld von Vorteil sein, den russischen Präsidenten abzusetzen und den Doppelgänger an seine Stelle zu setzen. Der ehemalige Leiter des Auslandsgeheimdienstes, Nikolai Malomusch, ist jedoch der Ansicht, dass Putins Doppelgänger nur unter bestimmten Umständen in der Öffentlichkeit auftreten. Budanov sagt, dass Veränderungen in Moskau unvermeidlich sind und die Ankunft einer neuen politischen Ordnung in Russland im Interesse der gesamten zivilisierten Welt sei. Er fordert Großbritannien auf, alles zu tun, um die Ereignisse zu beschleunigen, die sowieso passieren werden. Die Führung der Ukraine diskutieren darüber, ob sie ihre Streitkräfte weiter über die russische Grenze drängen sollen, doch diese Entscheidung wird vom Staatsoberhaupt Selenskyj getroffen, nachdem sie ihr ganzes Land zurückerhalten. Budanov ist ein ehemaliger Spezialagent, der vor 2 Jahren im Alter von nur 34 Jahren zum Leiter des Militärgeheimdienstes ernannt wurde und dann kurz vor dem Krieg befördert wurde, um den gesamten Geheimdienst zu überwachen. Er wurde mehrfach im Einsatz verwundet. Russische Medien haben ihn zusammen mit einem anderen Offizier, der später bei einem Autobombenanschlag starb, mit Undercover-Operationen auf der Krim, einer wichtigen Versorgungsroute für Putins Streitkräfte in der Südukraine, in Verbindung gebracht, während in der Ukraine berichtet wurde, dass er 2019 Ziel eines Attentats war. Letzte Woche lobte ein führender russischer Analyst Budanovs Effektivität und forderte seine Eliminierung. Ja, sie nennen ihn offiziell als Staatsfeind Nummer 1. Nach seiner Prognose wird der Krieg im nächsten Jahr enden. Im Juli behauptete auch ein anderer ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter, Putin habe an seiner Stelle einen Doppelgänger in den Iran geschickt. Ehemalige Kremlführer wie Josef Stalin und Leonid Breschnew benutzen ebenfalls ihre Doppelgänger als Köder.
Er gibt zu, dass die Ukraine Geheimagenten in Russland hat, und fügt hinzu, dass der Großteil ukrainischer Aktivitäten auf die Tschetschenische Republik abzielt. Der wilde Kriege von einem brutalen Verbündeten Putins führt. Letzte Woche hat das Kiewer Parlament Tschetschenien als besetztes Gebiet anerkannt. Was denkt ihr über Putins Doppelgänger? Ist es wahr, was in der Ukraine oft in den Medien verbreitet wird? Und über Putin selbst. Ist Putin noch am Leben oder könnte es sein, dass er ersetzt wurde? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergisst uns nicht zu abonnieren, damit dieses Video weiter verbreitet wird.